Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Rising 2. Wir sind auf dem Weg zu der nächsten Story-Mission. Wir müssen TK stoppen, denn wir wissen ja, TK will hier verschwinden mit seinem Heli und dem ganzen Geld. Und das ist unsere einzige Möglichkeit, unseren Namen hier nochmal reinzuwaschen, wenn wir nicht davor von Zombies gegessen werden. Alles klar, schnell hier durch. Schnell nach draußen mit uns. Also meine Idee wäre es ja, den Heli zu übernehmen. Dann würde ich meine Tochter nehmen, Rebecca natürlich, Stacy, weil ich ein netter Kerl bin, und würde mir die nächste Insel suchen, alle Zombies auf der Insel eliminieren, wenn welche da sein sollten, und dann würde ich da so ein ruhiges, gemütliches Leben führen, so eine kleine Insel, irgendwo in den Tropen, zwei wunderschöne Frauen, coole Drinks, Kokosnüsse, Bananen, das ganze Programm eben, und weit und breit keine Zombies. Das wäre meine Idee mit so einem Heli. Aber natürlich alles nur Träume. Alles nur Träume. Wow, 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 wow. Die hier müssen wir erledigen. Machen ziemlich viel Damage. Friss mein Schwert. Ist beinahe kaputt. Müssen wir loswerden. Ja, können wir hier lassen. Wir brauchen die Knarren hier. Oh nein, hier kommen ja noch mehr von denen. Und hinter mir die Zombies. So, aufgeräumt. Gut. Die Waffen nehmen wir alle mit. Die sind ganz wichtig. Die brauchen wir unbedingt. Ich will nichts spoilern, aber unbedingt mitnehmen, bevor man hier nach oben geht. Na, wir nehmen sie alle mit. Und wir sollten gucken, dass wir hier noch was trinken. So, haben wir noch einen irgendwo hier? Haben wir sie alle dabei? Ja, gut. Ja, gut, dann... Was haben wir hier drüben? Ein Burger hätten wir hier noch. Eine Kaffeesahne, sehr gut. Nehme ich mit. Und Moment, wir könnten das hier essen zum Heilen. Dann können wir die Sahne mit nach oben nehmen. Die Sahne mit nach oben nehmen, das klingt wieder total falsch. Ihr wisst, was ich meine. Alles klar, gehen wir nach oben. Die Arbeit ruft. Without me, Chuck. You're the best lead I've ever had. Get behind me. Hey, whoa! Careful with the money, fool! We don't got much left. Hey, look, boss. Not possible. Not gonna happen. We're taking off. Now! Sehr coole Aktion, perfekt hier reagiert, und hier sollte man gucken, dass man schnell hier an so eine Kiste rankommt und die dann hier drüben hinwirft. Ah Mist, ich war zu langsam. Wow, 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 wow. Hier werden die Sachen mit abgeräumt. Keine Ahnung, wo meine Klauen hingeflogen sind. Aber wir gehen mal hier in Deckung. Rebecca, bleib hinter mir. Das wird schwierig. Das ist ein Männerding jetzt. Oh, verflucht, der bekommt keinen Schaden. Alles klar, Moment. Plan B, wieder hier die Kisten nehmen. Boah, ich hasse den Endgegner. Der ist nämlich wirklich extrem. Man sieht es ja schon. Ich habe keine Zeit für Anrufe. Wow, 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 wow. Nach oben mit uns. Und normalerweise sollte das hier funktionieren. Okay, wir ziehen ihn mal ran. Es
könnte sein, dass ich ihn auch wirklich immer ranziehen muss, um Schaden zu machen. Ja, hier sieht man's. Wir müssen ihn ranziehen. Und Objekte nehmen. Na gut. Hätte ja sein können. Ich wusste es nicht mehr. Ist schon wieder so lange her, dass man den auch irgendwie anders erledigen kann. Dann können wir hier die Waffen mal weglegen. Trinken hier mal ein bisschen was. Und sobald wir ihn wieder runterziehen können, machen wir es. Oh, Geld. Jede Menge Geld. $300 gefunden. Und Rebecca steht hier nur rum. Genießt die Show. Wow, 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 wow. Komm, nimm dir so eine Kiste mit. Sehr gut. Renn, 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 renn. Egal, egal. Die liegt ziemlich gut. Nice. Denn die hier ziehen am meisten ab, soweit ich weiß. Oh, yes, getroffen. Ich dachte schon wieder daneben. Es wäre natürlich mies gewesen. Okay, wir bleiben mal hier in Deckung. Alles klar, wir können wieder. Was ist denn so wichtig? Meine Güte. Liegt meine Tochter wieder im Sterben? Na, was haben wir hier drüben? Renn! Und die macht richtig dick Damage. Na, das Messer geht auch. Wow! Voll einen gegen den Latz bekommen. Money! Jede Menge Money. Egal, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es definitiv. Wir erledigen ihn mit seinem eigenen Geld. Welche Ironie. Killed all those people just for this. Is he alive? He sure is. He's not even started paying for what he's done. Let's get him back to the safe house. What's he doing here? Isn't he the host of that show? Oh yeah. And he started it. He's behind everything. He killed all these people and framed us for it. Just so he could make a little bit more cash. We've got enough to run with the story. Well, I'll be. The three of you brought down this big shot. I'm impressed. The story is going to be big, huge. It's award material. He's out cold. We ought to make sure he stays that way. Wait. We need to keep him alive. Why? Capital punishment was made for a guy like this. There'll be a lot of people out there who want to see him pay for what he's done. We just need to sit on it until the rescue. Fine. We'll do it your way. I'll stand watch first. He's not going anywhere. While. The rescue is coming in the morning. But Katie isn't going to be able to hold out that long, will she? No. She's gonna need one last dose of Zombrex before the military gets here. Give me a call if you see anything.
Okay, Freunde. TK hätten wir gefangen genommen. Unsere Tochter braucht natürlich wieder Zombrex, das alte Lied eben. Und wir machen jetzt die nächste Mission, World's Most Dangerous Trick. Eine sehr, sehr geile Mission. Dazu brauche ich aber einige Dinge. Denn die wird gar nicht mal so ohne. Und zwar, wir brauchen jede Menge Heilzeug. Die Knarren hier, die behalten wir mal. Wir nehmen den Hammer hier mit. Der ist eigentlich auch nicht übel. Und ich würde ganz gerne mir hier wieder Klauenhandschuhe machen. Wir alle wissen ja, wo wir die Sachen finden. Einmal hier drüben und hier oben findet man eigentlich immer ein Messer. So. Nehmen wir mit. Damit stechen wir den hier ab. Einmal und wir könnten hier noch was zusammenbauen. Wir nehmen noch die hier mit. Bams, bams, bams. Frauenschläger Chuck. Da kennt ihr nix. Okay, gehen wir basteln. Ah. Voll auf die Brüste. Können wir sonst noch irgendwas Cooles hier zusammenbauen auf die Schnelle? Also die hier. Dann die Nägel. Sehr cooler Bart. Und jetzt hier nochmal die Messervariante. Bring it on. Wenn man so Dead Rising sieht, könnte man meinen, hey, so eine Zombie-Apokalypse ist schon irgendwie geil, ne? Man kann hier sich ultra geilen Kram zusammenbauen. Zombies niedermetzeln. Hätte man gerne auch mal, ne? So, wir trinken ein bisschen was, dann bin ich wieder voll. Und die andere nehmen wir mit. Das sollte reichen. Ja, kriegen wir hin. Ich bin ja mittlerweile sehr geübt in Freaks ermorden und Zombies wegschlachten. Man könnte sagen, es ist mein Beruf. Auf jeden Fall meine Berufung. Aus dem Weg. Immer diese Frauen. Weibliche Zombies. Besonders schlimm. Und niemand weiß wieso. Okay, wo müssen wir hin? Nach oben oder hier nach draußen gehen? Die eine Mission wird schon wieder rot. Ich muss mich beeilen. Mann, ey. Ah, Rentner-Zombie. Immer die Rentner-Zombies. Beißen dir in den Nacken. Man hört jemanden. Eine junge Frau da drüben. Gib mir eine Minute, keine Panik. Eine Meerjungfrau, wunderschön. Wunderschöne rothaarige Ariel. Wir kommen gleich, halte durch. Ich muss erstmal hier hin. Abracadabra!
magic? She's dead. Oh, look at Mr. Big Guy here. Everyone's a critic, aren't they? You think this is easy? I suppose you know how to saw a woman in half, right, Big Shot? We're professionals, okay? Who asked you to come in here while we were practicing? You just want to tear us down, like the others, don't you? Well, we just so happen to have a very special trick just for you. It's a little disappearing trick. You'd be the perfect volunteer. The ending is to die for! Ja, es geht wieder los. Roger und Reed. Harte Jungs. Extrem harte Jungs. Erst mir den Kleinen wegholen. Ah, man verliert immer wieder seine Ausrüstung. Auch extrem nervig. Au! Meine Güte! Ist gut! Ich brauche ein Bier! Okay, Junge. Okay. Wir holen erst den hier. Oh, ich bin beinahe tot. Gut, wir müssen rennen, 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 rennen. Wo rennen wir hin? Mal hier drüben hin. Zeit für einen Kaffee. Den haben wir gleich, den haben wir gleich. Yes! Einer weniger. Okay, wo ist der andere hin? Ich habe keine Ahnung. Ist er geflohen? Seine Waffe können wir hier nicht mitnehmen. Wir können sie später mitnehmen. Hier drüben! Roger! Ich zeig dir einen Trick. Einen sehr coolen. Eine Minute, Tammy. Du kleine Meerjungfrau. Bleib stehen, Junge. Es tut nur ein bisschen weh. Noch ein Stich. Und dann bist du bei deinem Bruder. Wenn er das überhaupt will. Denn sein Bruder war ein richtiges Arschloch. Einfach nur cool, das Ende. Einfach nur cool. So, das Messer hier nehmen wir mit. Das magische Schwert. Und die Waffe hier können wir auch mitnehmen. Aber ich glaube, wir können sie nicht wechseln. Nee, die verlieren wir immer wieder. Oder, Moment. Wir haben ziemlich viel Zeug dabei. Könnte sein, dass wir doch wechseln können. Nee, nee. Die ist zu gut. Aber wir benutzen sie. Wieso? Weil es Spaß macht. Legen wir los! Wow, 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 wow! Feuerwerk mit Zombies! Blop, 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 blop! Oh yes, so macht es Spaß, Zombies zu erledigen! Können wir schon mal so ein bisschen den Weg freiräumen? Und jetzt retten wir sie. Ist ja gut, wir retten dich. Keine Panik. Neuer Anruf, machen wir gleich. Erstmal hier Tammy retten. Und natürlich, wir müssen sie tragen, denn immerhin, sie ist eine Meerjungfrau. Ist ein bisschen schwierig, so zu laufen. Warte mal, wenn wir sie schon zurückbringen, wir könnten auch Wodka gebrauchen. Denn ich hätte hier noch eine Mission offen.
Wodka bekommen wir, soweit ich weiß. Moment. Wodka, Wodka, Wodka. Bier ist überall, aber wo ist der Wodka? Wahrscheinlich irgendwo hier drin. Da müssen wir so ein bisschen was finden. Wodka. Es geht auch Whisky. Bin mir aber nicht 100% sicher. Wodka weiß ich 100%. Haben wir hier wirklich keinen Wodka mehr? Ist der Wodka leer? Na gut, probieren wir es. Risiko. So, bringen wir sie nach Hause. Wir gehen hier durch. Wieder nach draußen und dann wieder den ganzen Weg zurück.